Da kommt dir die Erfahrung aus dem Formel 1 zugute. Oder aus der C4. Mit ganz nassen Reifen. Eingeölten. Genau. Albany. Schick. Ja. 1754. Uha. Fortschritt benötigt. Hä? Ja, das ist genau das, was es heißt. Man kann es halt jetzt noch nicht machen, später halt dann. Schön. Ja. Aussichtspunkt. Ich weiß. Da gehe ich doch dahin. Da gehe ich da, was? Da bin ich doch... Gerade auf dem Weg hin. Genau, danke. Immer gern. Oh, let's have a word. Also, ich finde das Englisch einfach so schön. Aha. Shanti! Auf die Wäscheleine. Go, go! Ob die Schuhe dann sauber werden? Was? Ich sag, auf die Wäscheleine. Ob die Schuhe dann sauber werden? Ja. Wahrscheinlich. Johnny Booker. 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 Oh, Johnny Booker, da 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 da. Albany City Hall. Das Rathaus. City Hall. City Hall. Ich höre was glitzern. Das ist toll. Okay. Das hat mich, gerade an Micha Mittermeier. Oh, Fanchen, oh. Blackout hast du nicht gesehen, oder? Nein. Oh, okay. Hallo Wache, schön euch zu sehen. Tschüss. Bye Wache. Shanti. Shanti, genau. Shanti! 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 Give me that Shanti! Shanti. Shanti. Come here, Shanti. Thank you, Shanti. Show me what you got. It got a Johnny Boker. Leave her, Johnny. Leave her, Johnny. Leave her. The voyage is long and the winds don't blow. For the voyage is long and the winds don't blow. Leave her, Johnny. Nein. Verdammt, ich komm. Das ist immer, wenn ich es zu lange nicht höre, dann vergesse ich wieder, wie das war. Okay, wenn du direkt in den Refrain reingehen willst. Ach, Entschuldigung. Grüß dich. Grüß den Tod von mir. Oh. Das war ein erdrückendes Erlebnis. Was machst du mit ihm? Ich will ihn nur mal drücken. So, meine zweite Stimme. Komische zweite Stimme. Nee, du hast bloß eine falsche erste gesungen. Nein. Am Ende hin, doch. Ja. Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja, eben der. Apropos Lawrence Washington. Seit ihr ihn eliminiert habt, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop. Holt das Manuskript. Hier wimmelt es von Templerwachen.
Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. Du okay. bist unser Schüler und wir sind deine so tollen Lehrer, aber du machst jetzt den wichtigen Teil der Aufgabe. Ba, 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 ba. Ja, ganz genau. Dann, da, da, dann, da, den schweren Teil, Entschuldigung. Rechtzeitig ist noch eine Wache, kann ich vergessen. Ich hab fast den Titel im Kopf. Das hatte ich schon bei Schrei nach Freiheit. Freiheit! Das kommt mir gerade bekannt vor. Schleichen. Schleichen mal ganz unauffällig durch die Menschenmassen. Schau mal, einer da gebückt durch so eine Menschenmasse durchläuft. So. Was ist das für einer? Ah, das muss der Templer William Johnson sein. Vielleicht hat er das Manuskript. Oder weiß, wo es ist. Wie bereits festgestellt wurde, brauchen wir die nationale Einheit. Durch einen Parlamentsbeschluss, der den Kolonien größere Unabhängigkeit gewährt. Die Franzosen sind eine Gefahr, auf die wir schlecht vorbereitet sind. Kurz gesagt, uns bleibt die Einheit oder der Tod. Join or die. Wohl gesprochen, Master Franklin. Aber glaubt ihr wirklich, Britannien gewährt den Kolonien Autonomie? Sie haben keine Wahl, Master Johnson. Ihr wisst am besten, wie abgelegen dieses Gebiet ist. Ja, aber lasst uns jetzt nicht über Politik reden. Ich wollte euch für eure Forschung danken. Natürlich, sicher. Ich konnte die Schatulle nur kurz untersuchen, aber sie ist einmalig. Altägyptisch, sagt ihr? Nun, wie bereits erwähnt, bin ich bereit, sie zu elektrifizieren. Vortrefflich. Wir erhalten die Schatulle in Kürze. Und das Manuskript. Captain? Es tut mir sehr leid, Sir. Master Wardrop gibt sie nicht heraus. Er sagt, es sei zu riskant. Riskant? Ich bedauere. Ihr erhaltet das Manuskript und die geheimnisvolle Schatulle in Kürze. Du dummgesichtiger Lumpensack in Uniform. Eile nach Fort Frederick und sag Master Wardrop, er soll das Manuskript schleunigst rausrücken. Sonst hol ich mir seinen Skalp. Okay. Der Rotrock-Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Seid unauffällig. Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Kolonie. Sehr schön. Da sind wir auf alles vorbereitet. Jetzt zu Wardrop und dem Manuskript. Falsche Richtung, grüner Punkt. Map. Oh, doch, da lang. Kein Problem. Was hast du bei dem Assassinen eigentlich so geschaut, bei Johnson? Das ist doch der aus dem Dreier, der am Anfang mit Hayden zusammengearbeitet hat. Oder? Das Gedächtnis du hast? Ich weiß es gerade selber nicht. Den habe ich mir gemerkt, weil der so ein einmaliges Design hatte vom Outfit her. Das kann sehr gut möglich sein. Weil der hatte dieses Tuch um die Schulter. Wie cool ist das denn? Ja, das wird sogar sicher stimmen, Lukas. Hast du gut aufgepasst. Und ich nicht. Weil ich mir sowas nicht merke. Tja. Also wenn man einen Charakter äußerlich einmalig schon designt, dann ist es eigentlich auch relativ einfach, den wieder zu erkennen. Da unten. Jo. Nee. Das ist ein Sperrgebiet und er nimmt die Kapuze runter. Oh ja, ist ja cool, ne? James Wardrop ausfindig machen. Die kennen ihn hier ja alle. Als der Assassine. Da braucht es jetzt keine Kapuze. Hey, ist ja alle gut. Was macht die Kamera? Kamera, was tust du? Da erinnere ich mich an witzige Szenen in den Vorteilen. Kamera! Vorsicht, Schütze, genau. Ja, aber da ist Mauer. Da aber nicht. Ja und? Stop! Ist ja nicht, dass ich nicht entdeckt werden darf. Ach, stimmt auch. Gegen so eine Mauerkante getreten zu werden, dürfte extrem unangenehm sein. Ja. Ohne es jetzt werten zu wollen. Mal oben weg. Er ist kurz erschrocken.
Was war das? Als er die Waffe gesehen hat. Oh, da ist er ja. Na, töten. Schlafgewehr. Auf die andere Wache. Ja, ich mach's anders. Ich mach's so. Oder so. Oh, das war sogar die Zusatzaufgabe. Das nehme ich. Du Templerhund. Nein! Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut, Mann. Ich befreie die Menschen von eurem Einfluss. Wie frei werdet ihr sein, wenn erst die Franzosen in den Kolonien die Befehlsgewalt haben? Diese Kolonien wären viel besser dran, würden die Templer nicht die Strippen ziehen. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Wenn alles erlaubt ist, ist niemand sicher. Selbst der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke auslegen. Ho! Weißt du, woran er mich gerade erinnert? Wer? Shay? Ja. Ja. Anakin Skywalker. Lol. Das ist witzig. Sehr witzig sogar. Warum? Weil er hat auch ein Schwert. Zwar kein Lichtschwert, aber... Okay. Ja, das geil, Assassin's Creed, Star Wars Mix-Up. Wie geil wäre das? Stimmt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn man so drüber nachdenkt, ist eigentlich Star Wars die Weiterführung von Assassin's Creed bloß ein paar tausend Jahre später. Wie geil wäre das eigentlich? Bitte. Oh, cool. Da kotzt doch einer. Vielleicht repariert er bloß den Wagen. Achso. Lukas weiß es. Also, wenn irgendjemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der bei Ubisoft arbeitet, der dort Leute kennt, die in der... Und der es möglich machen kann, EA und Ubisoft an einem Projekt zusammenarbeiten zu... Lassen, genau. Nein. Assassin's Creed Star, wie cool wäre das? Eine versteckte Laserklinge. Nein, mit viel Fantasie ist ja The Force Unleashed eigentlich auch irgendwie... Es ist eine Gruppierung gegen die andere Gruppierung. Mehr ist eigentlich Assassin's Creed nicht. Mit, natürlich den Vorläufern. Also, letztendlich hast du Assassin's Creed... Zwei Gruppen... Die... ihre Version von dem Besten für die Menschheit durchdrücken wollen, mit dem parallel dazu laufenden Konflikt gegen die andere Gruppe. Nein. Die Templer wollen den Menschen ihre Sache aufzwingen, das sind die Sith. Und die Assassinen wollen die Menschen befreien und selber nur nach dem Credo leben, aber die anderen Menschen leben lassen, wie sie wollen, das sind die Jedi. Jein, würde ich sagen. Weil die Sith, so wie ich das... Gut, ich bin jetzt natürlich nicht so weit in der Materie wie du. Also deshalb meine Interpretation. Ich sag jetzt nicht, dass es... Ich muss mich nochmal korrigieren. Ich sag nicht, dass es falsch ist. Das wäre falsch von mir. Ich habe das so verstanden, dass die Sith, die wollen einfach Herrscher sein. Die wollen einfach die anderen nur unterdrücken. Ich habe es aber auch so verstanden, dass die Templer das, was sie vorhaben, für das Richtige halten. Für das Gute für den Menschen. Sie bringen, einer hat ja schon wieder gesagt, sie bringen Ordnung in das Chaos. Die Sith wären aber eher das, wir wollen Chaos, was sollen wir mit Ordnung? Wir wollen sie einfach nur unterdrücken. Naja, dann wäre das Imperium ja kompletter Schwachsinn. Nö, es ist einfach nur ein Instrument. Um Chaos zu machen? Die wollen ja alle unter sich vereinen. Unter dem Motto, das Imperium befreit. Das Imperium schlägt zurück. Nein. ich glaube, das ist aber... Die Sith wollen halt die Welt beherrschen. Jo. Und natürlich keine Gegner haben. Und deswegen kämpfen sie gegen die Rebellen. Gut, ich meine, also klar, natürlich gibt es eindeutige Parallelen zwischen Templern und Sith. Gegen Böse, verdammt nochmal. Das ist die einfachste Auslegung, ja. Also von daher absolut korrekt. Eigentlich. Nicht nur eigentlich, absolut korrekt. Du Arsch. Kann man da was holen? Hilfe, wir gehen. Nein, Hilfe, wir gehen unter. Bumm. Oh, oh. Ist mir doch egal. Hey, guck mal. Schießübung.